Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten, herzlich willkommen zu eurem Horoskop Liebe und Leben im September 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff und ganz herzlichen Glückwunsch an alle, die jetzt im September Geburtstag feiern. Der September bringt viele gute Tendenzen für euch. Ihr seid produktiv und auch finanziell erfolgreich, ihr kommt mit euren persönlichen Projekten voran und ihr dürft euch auf romantische Momente in der Liebe freuen, obwohl es da möglicherweise auch was zu klären gibt. Wenn ihr euch zum Geburtstag eine Jahresvorschau mit euren persönlichen Tendenzen gönnen wollt, bin ich natürlich gerne für euch da. Ihr findet mich über meine Homepage oder mein Kundentelefon und die Infos verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. In meiner Verlosung könnt ihr diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers gewinnen mit dem magischen Runenzeichen der Jungfrau oder ihr könnt euch auch ein anderes zum Verschenken aussuchen. Und das sieht dann so aus wie das, was ich hier trage mit dem Steinbock drauf. Wie ihr bei der Verlosung mitmachen könnt und gewinnen, das erfahrt ihr am Ende des Videos, deshalb bleibt dran. Jetzt wollen wir in eure Sterne für den September schauen. Über eure langfristigen Tendenzen, die das ganze Jahr über gelten, könnt ihr euch nochmal im Jahreshoroskop informieren, entweder im Video oder auch in meinem Buch. Und das Buch und das E-Book gibt es jetzt beides zum halben Preis. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Der Monat beginnt mit der Sonne in eurem Zeichen Jungfrau. Das ist gut für die Vitalität, das gibt euch Überzeugungskraft und Ausstrahlung. Die Venus steht günstig für eure Finanzen. Gerade in der ersten Woche habt ihr da ein gutes Händchen und einen Sinn für Qualität. Eine Shoppingtour würde sich anbieten oder ihr begleitet eine Freundin. Ihr findet garantiert die richtigen Schnäppchen. Der Mars steht Ende Steinbock, vorteilhaft für die dritte Dekade und gibt euch Schwung. Am 6. September geht dann auch der Merkur ins Zeichen Jungfrau und verstärkt eure mentale und vitale Power. Viele von euch freuen sich wahrscheinlich nach dem Urlaub regelrecht wieder auf die Arbeit, denn ihr fühlt euch klar und schwungvoll. Der Neumond am 9. September ist für euch der wichtigste im ganzen Jahr, denn er findet in eurem eigenen Zeichen Jungfrau statt. Bei der Neumond-Meditation geht es also um euch selbst und darum, was ihr in den kommenden 12 Monaten für Pläne habt und wie ihr euer neues Lebensjahr gestalten wollt. Jetzt steht aber dieser Neumond in einer exakten Opposition zum Neptun, der sich in eurem Partnerhaus befindet. Deshalb solltet ihr in eure Meditation auch das Thema Partnerschaft einbeziehen, nämlich welche Träume ihr bezüglich eurer Beziehung habt oder, falls ihr noch Single seid, wie euer Traumpartner aussehen soll. Neptun hilft eurer Vorstellungskraft auf die Sprünge. Er versorgt euch mit Fantasie und Einfühlungsvermögen und ihr könnt euch bildlich vorstellen, was ihr euch wünscht. Wenn ihr spirituell arbeitet, ist dieser Neumond auch fantastisch, um sich auf die geistige Energie einzustimmen und über den spirituellen Weg der nächsten 12 Monate nachzudenken. Auf der psychologischen Ebene kann diese Konstellation allerdings anzeigen, dass es in eurem Liebesleben zu Täuschungen gekommen ist, über die ihr jetzt Klarheit erlangen könnt. Das kann im wahrsten Sinne des Wortes eine Enttäuschung sein, also die Erkenntnis, dass euch jemand etwas vorgemacht hat, was ihr nun eben erkennt und wo ihr die Konsequenzen daraus ziehen könnt. Und ganz direkt empfangen diesen Aspekt die Geburtstagskinder vom 4. bis zum 10. September. Aber die Konstellation wirkt sehr stark aus der Mitte eures Zeichens heraus und beeinflusst wahrscheinlich alle Jungfraugeborenen. Außerdem können auch noch andere Planeten in eurem Horoskop die Energie von Neptun empfangen. Das müsste man dann mal in einer Beratung klären. Oder ihr macht mit bei meinem Webinar Antonias Sterne. Am 9. September passiert übrigens noch was Wichtiges. Die Venus wechselt das Zeichen und geht in den Skorpion und bildet dann einen vorteilhaften Aspekt zur Jungfrausonne, der gut ist für liebevolle Kommunikation und angenehme Kontakte in der unmittelbaren Umgebung. Und weil die Venus im Skorpion rückläufig wird, bleibt sie euch über weite Strecken bis zum Jahresende in dieser für euch günstigen Position erhalten. Allerdings wird sie dabei auch ein paar schwierige Aspekte bilden, und zwar zunächst gleich mal vom 9. bis zum 16. September. Und bei euch kann das den beruflichen Alltag betreffen. Es kann euch passieren, dass ihr trotz wertschätzender Kommunikation missverstanden oder missdeutet werdet oder dass ein unhöflicher Kollege oder eine berufliche Konkurrentin euch das Leben schwer machen.
Zum Glück sind 3 Tage von dieser Zeit ein Wochenende. Da könnt ihr euch zurückziehen und den Rest steht ihr dann auch noch durch. Das Wichtigste ist, dass ihr das nicht persönlich nehmt, weil es bestimmt nicht an euch liegt. Vielleicht sind bei anderen auch Gefühle von Neid im Spiel. Einfach weil ihr so erfolgreich seid, interessante Leute kennt und so viel Spannendes vorhabt. Die übrigen Sterne stehen weiterhin auf Erfolg und Manifestation. Also lasst euch von irgendwelchem Gezicke im Büro nicht die Laune verderben. Bis zum 20. können diese Spannungen anhalten, danach legt sich das wieder. Am 22. September wechselt der Merkur ins Zeichen Waage und am 23. morgens um 3.54 Uhr ist Herbstanfang, wenn auch die Sonne in die Waage geht. Und beide Himmelskörper aktivieren bis zum Monatsende den Finanzbereich eures Horoskops, wo es auch um euer Selbstwertgefühl geht. Dann beginnt eine Zeit, in der ihr recht energisch eure finanziellen Interessen vertretet, besonders rund um den Vollmond am 25. herum. Es kann sein, dass eure persönlichen Projekte darüber ins Hintertreffen geraten, aber das ist nur vorübergehend. Für den Rest des Monats bekommt ihr wieder eine gute Balance hin zwischen den Dingen, die euch persönlich wichtig sind und euren Pflichten in Beruf und Alltag. Das waren eure Konstellationen im September. Wenn ihr eine persönliche Frage zu einem bestimmten Anliegen habt, könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Ruft einfach auf meinem Kundentelefon an oder schaut auf meiner Homepage vorbei. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Samstag, den 1. September 2018 um 17 Uhr und anschließend ist wieder ein Termin am Freitag, den 5. Oktober um 17 Uhr. Und da könnt ihr mir dann immer eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Im September beginnt ja die Zeit der Waage, Zeichen der Schönheit und der Geschenke und deshalb gibt es in meiner Verlosung diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers zu gewinnen. Und wenn man es trägt, sieht es so aus. Jedes Collier zeigt das alchemistische Originalsymbol des Tierkreiszeichens und wurde nach meinen eigenen Entwürfen gestaltet. Und das könnt ihr zum Beispiel verschenken oder euch selbst damit schmücken. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Ich finde es auch super, wenn ihr meine Videos auf Facebook teilt, so dass sich eure Freunde auch über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei und ihr erfahrt dann auch automatisch, wann ich neue Videos hochlade. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Video-Specials empfehlen über Lilith im Wassermann, Uranus im Stier, Chiron im Widder oder Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.